Prinzessin Hildegard von und zu Liechtenstein. Sehr geehrter Herr Shimogaite, erster Botschaftssekretär der japanischen Botschaft, sehr geehrte Mitglieder der japanischen Botschaft, liebe Mitglieder des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, liebe Dr. Renate Wohlwend, Präsidentin des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums, lieber Norbert Bürzle, Vizepräsident des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums, liebe Hermine Haug, Präsidentin der Freunde des Liechtensteinischen Landesmuseums, lieber Arnold Kind, Leiter des Schulamtes, liebe Frau Kurolo Akagawa, Künstlerin, liebe japanische Freunde, werte Gäste. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dank der japanischen Botschaft eine Ausstellung mit Kurolo Akagawa zu eröffnen, deren Arbeiten sich mit der Kana-Schrift auseinandersetzen, die eine lange und bewundernswerte Tradition in Japan aufweist, die Ihnen die weiteren Redner noch speziell erläutern werden. Kurolo Akagawa verbindet in ihrer Kunst in höchster Vollendung Tradition mit Moderne, bildende Kunst mit Musik, West mit Ost, Europa und Nordamerika mit Japan und überschreitet damit Grenzen und findet darin auch neue Identität. In diesem Rahmen passt die Ausstellung bestens in einen Zyklus von mehreren Ausstellungen, in dem wir das Thema Globalisierung, Grenzen und Identität auf unterschiedlichste Weise ansprechen. Letzte Woche ging es um Mensch und Natur in Rumänien, nächste Woche um weltweite Identitätssuche und ihre Interpretation durch Künstler von vier Kontinenten und heute Abend geht es um Japan, das auf eine sehr alte, hochstehende Kultur zurückschauen kann, eine der ältesten Kulturen in unserer Welt, die sich auch durch besondere Schrift und Kunst auszeichnet. Dank der Vermittlung durch die japanische Botschaft dürfen wir also Werke der berühmten Kana-Schriftkünstlerin bewundern, die uns in eine besonders faszinierende Welt Japans einführen wird, die für uns leider viel zu wenig bekannt ist. Vielen Dank an die Künstlerin, vielen Dank an die Botschaft, dass dies möglich war. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und übergebe das Wort an Herrn Botschaftssekretär Shimogaite.